Okay. Okay, bei Paddys Golftipps werden wir heute darüber sprechen, wie sich der Rumpf und die Schultern im Golfschwung bewegen. The winner of the gold medal and the champion golfer of the year is Padraig Harrington. Was du beim Golfschwung als erstes verstehen solltest, nachdem du eine natürliche Haltung eingenommen hast und deine Arme locker runterhängen und du nicht zu steif bist. Wir wollen die Arme nicht hier vorne haben. Die Schultern und die Hüfte drehen sich nicht einfach horizontal. Viele Leute versuchen, ihre Schulter so zu drehen. Die Schultern bewegen sich aber in dieser Weise. Also ist es eher eine ziehende Bewegung. Schau, wenn ich meine Schultern drehe, dann nicht horizontal, sondern ich versuche, meine rechte Schulter hochzubringen und meine linke nach unten. Schau dir mal die Struktur meiner Drehung genauer an. Okay, eine schöne Drehung hier. Und denk dran, ich lasse meine linke Hüfte laufen. Wenn ich meine Hüfte halten würde, dann würde meine Schulterdrehung so aussehen und dann würde sie überhaupt nicht funktionieren. Die meisten Golfer sollten ihre Schulter mindestens bis zum Golfball drehen oder sogar noch etwas weiter nach rechts im Rückschwung. Schau, ich lasse meine Hüfte laufen und dann siehst du meine Schulterdrehung. Nun, bei dieser Schulterdrehung, wenn ich so weit zurückkomme und dir hier mal die Bewegungsstruktur zeige, so weit komme ich dann, so viel neige ich mich während meines Rückschwungs zur Seite. Wie du siehst, ich fange mit einer leichten Neigung am Ball an. Aber sobald ich mich drehe, neige ich mich zur Seite. Meine linke Schulter kommt tief und ich stehe gebogen da. Die ganze linke Seite ist gebogen, bis hoch zu meiner Achsel. Ich zeige dir das nochmal. Wenn ich hochschwinge und mich dann rüber drehe, so weit bin ich hier gebogen. So weit bin ich im Rückschwung gebogen. Also denk immer daran, drehe dich nicht einfach horizontal mit deiner Hüfte oder deinen Schultern. Du drehst dich hoch, deine rechte Hüfte geht hoch und deine rechte Schulter geht hoch und du bist ein bisschen zur Seite geneigt, genau so. Und rate mal, wenn du dich in die linke Seite bewegst, deine Schultern, dein Rumpf, deine Wirbelsäule, dein Rücken, alles bewegt sich runter in Richtung Ziel. Und von dort ist es dann das Gegenteil. Im Rückschwung ist es so, als ob du einen Rasenmäher startest, du ziehst das Kabel zurück. Und sobald du im Durchschwung auf der linken Seite bist, dann zieht die linke Schulter nach oben. Der linke Rumpf zieht nach oben und deine rechte Seite biegt sich. Also, ich zeige dir das nochmal. Sobald ich reinkomme, indem ich meine linke Seite hochziehe, meinen linken Rumpf und die linke Schulter nach oben ziehe, öffne ich mich im Schwung. Du öffnest dich nicht, indem du einfach nur drehst. Das bringt nur die Hüfte nach außen und du öffnest dich überhaupt nicht oder nicht so weit, wie wenn du dich nach oben ziehst, weil diese Bewegung alles aufzieht und dich in die Position bringt, die wir alle sehen wollen. Wenn du dir das mal down the line anschaust, dann siehst du, wie es eine Lücke zwischen meinen Beinen gibt und mein Rumpf ist ziemlich offen. Mal auf dich zugezeigt, ich bin unten. Dann komme ich rein, dann kommt die Seite hoch, meine rechte Seite bleibt unten und dann siehst du, wie weit ich die linke Seite gestreckt habe. Die linke Seite streckt sich voll und die rechte Seite drückt runter. Das ist die Bewegung, genau so. Wenn ich das mal im Treffer zeige, dann siehst du, wie weit ich zum Golfball runterkommen muss. Meine rechte Seite ist nach unten geneigt. Ich habe ziemlich viel Neigung. Der Ellbogen ist unten und die linke Schulter geht hoch. Im Treffer bin ich links gestreckt und bin schon leicht geöffnet mit meinen Schultern, vielleicht 10 Grad. Mein Rumpf ist der Teil, der schon offen ist, schon bei 30 Grad. Und hier könnten es schon 45 Grad sein, vielleicht 35 und 45 Grad. Du siehst also hoch und das öffnet dich und gibt dir auch die Power. Aber deine rechte Seite bleibt unten. Es kann sich nicht alles hoch bewegen. Deine rechte Schulter darf sich nicht hoch bewegen und du willst auch sicher nicht das Gefühl haben, dich einfach nur so zu drehen. Weil dann die rechte Hüfte hoch und nach außen kommt in Richtung Ball, was dann wirklich kraftlos ist. Also such immer das Gefühl von hoch und runter. Dafür brauchst du seitliche Neigung und deshalb solltest du mit viel seitlicher Neigung üben. Seitliche Neigung ist gut. Leider wirst du damit einen Slice schlagen. Du musst dich also bei so viel seitlicher Neigung erstmal daran gewöhnen, die Handgelenke an die richtige Stelle zu bringen. Also nochmal, hoch, seitliche Beugung nach unten, dann hoch mit der linken Schulter und rechts tief mit viel Neigung.
Das ist alles, was du zur Bewegung des Rumpfes wissen musst. Deine Hüfte soll im Abschwung vom Rumpf separiert werden, aber es ist keine gute Idee, die Hüfte aktiv vom Rumpf zu trennen. Das passiert eigentlich ganz natürlich. Die Separation findet eher evolutionär statt. Jemand, der nach oben schwingt und sich dann versucht, aktiv zu drehen, keine gute Idee. Die Hüfte bewegt sich ganz natürlich, besonders wenn du dieses gestreckte Gefühl bekommst. Grundsätzlich ist es super, wenn du dich vom linken Zeh bis zur linken Schulter streckst, solange du rechts geneigt bist und unten bleibst. Und das gibt dir dann eine kraftvolle Position. Und ja, du musst deine Bewegung des Handgelenks darauf anpassen. Die meisten Leute werden nämlich eine offene Schlagfläche haben und einen Slice schlagen, wenn sie so weit runtergebeugt sind. Was natürlich erstmal nicht toll ist als Golfer. Aber die besseren Spieler sollten auf jeden Fall in diese Position kommen und erst daraufhin die Handgelenksbewegung lernen. Eine gute Art, das zu machen, wenn du einen Drill dafür suchst, da gibt's eine Übung von Pete Cowan. Nimm dir einen Golfball. Geh in eine gute Ansprechposition, nimm den Ball in die rechte Hand und wirf. Ich zeige das mal für einen Rechtshandspieler. Wirf den Ball ca. 2 Meter von dir gerade in den Boden. Wenn ich das mal down the line zeige, dann siehst du, wie ich meine rechte Seite unten lasse, um den Ball runterzuwerfen. Und meine linke Seite beschleunigt hoch. Mal in Richtung der Kamera. Da muss ich schon aufpassen, meinen Kameramann nicht zu treffen. Geh mal lieber hier rüber. Wie du siehst, halte ich meine rechte Hand so, schwinge nach oben und dann werfe ich. Okay, siehst du das? Die linke Seite beschleunigt nach oben und hier bleibe ich unten. Das ist entscheidend, dass die rechte Seite, der rechte Ellbogen, die rechte Seite unten bleibt während des Schlags. Während es hier hoch beschleunigt und damit hast du die richtige Bewegung des Rumpfes. Auf jeden Fall sieht es beim Ausholen nicht so aus und im Durchschwung auch nicht so durch den Ball. Rechts hoch und dann, als ob du in den Boden schlagen würdest. Schieben und ziehen, genauso, schieben und ziehen. Und damit ist es alles, was zur Bewegung des Rumpfs und der Schultern zu sagen wäre.